Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil GTA San Andreas im Singleplayer. Hier im Hintergrund ist gerade irgendwie der Bär los. Gerade liefen sie alle schreiend hinter mir lang. Keine Ahnung, was sie wieder für Probleme haben. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, was denn gute Wusi hier in Las Venturas so auf die Beine gestellt hat. Wow. Schönes Casino. Nur die Musik im Hintergrund. Das könnte wieder ein Problem werden, dass das Video mal wieder irgendwie nicht vernünftig angezeigt wird. Deswegen labere ich jetzt so viel und nicht darüber denken, weil ich die Musik betonen will und ich habe keine Lust auf GEMA-Streitigkeiten. Fender Ketchup. Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Hello? What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these three mob families operating here and each of them has a stake in Caligula's casino. Some whacked out lawyers running it for them. You could be any one of them. Or all of them. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, come here. Whoever's behind this, we need to let them know that they're dealing with full-fledged psychos. Tie them to the front of the car, let him sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. See if we can make this guy squeal. That's my call. Holy shit. Hey, who the fuck? Who are you? Untie me, huh? You know what? I think we gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Ich werde dich garantiert nicht losbinden. I think I'm gonna leave you right where you are. You got any idea in that pea-brain head of yours who the fuck I am? Nah, but I think I'ma find out. Juhu, ich wollte doch immer schon eine lebende Kühlerfigur haben. Oh, slow down! Slow down, for God's sake! God, it's too bad! Too bad! Oh man, this is too bad! Ja, ist doch schön, wenn's schnell ist. Oh, slow down. Ich fahr garantiert nicht langsamer. What are you doing now? So, war wieder auf die falsche Seite. Are you scared? Are you scared? Oh my God! Oh my God! Hey, what you doing? What are you doing now? Hey, irgendwie muss ich gerade an Saw denken. Wollen wir ein Spiel spielen? So, den kriegen wir noch dazu, dass die Angst vollkommen wird. Schütteln wir ihn noch mal ein bisschen.
So, wieder auf die falsche Seite. Machen wir es einfach über die Geschwindigkeit. Ich habe gedacht, man könnte ihn eventuell auch nochmal... Halt die Klappe! Man könnte ihn eventuell auch damit beeindrucken, dass man so ein bisschen mit der Handbremse rumhantiert. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Also fahren wir einfach mal noch ein bisschen schneller durch die Gegend. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh fuck you too! Oh fuck you too! So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wegkommen. Thank you! Thank God! Thank God! So, jetzt auf einmal funktionieren die Schleuderwänden, das ist doch total behämmert. Oh, I don't wanna die. Come on, I don't wanna die. The family will make you pay for this. Which family? The Sendako family, you idiot. That's all I wanted to hear. What? Oh, shit. Hehe. Hat er uns das doch noch verraten. Und ich bin doch noch zu meinen schönen Handbremsmanövern gekommen. Dann wollen wir ihn doch mal wieder abliefern. Ja, ja. Macht schon Spaß, mit Leuten auf der Motorhaube Auto zu fahren. Apropos Auto, ich will jetzt mal diesen hier. Einfach nochmal ein bisschen den Strip erkunden. Ein paar Minuten habe ich noch und will mich jetzt noch mit einem neuen Auftrag anfangen. Also nehmen wir einfach mal dieses formschöne Gerät hier. So. Muss mal eben hier ein bisschen wechseln, dass ich mit links fahre. Und dann kann ich nämlich hier so ein bisschen mit der Maus noch... Rundumblick zeigen. Na, wo kommt der denn mal her? Also da hinten haben wir das Four Dragons. Was das hier sein soll, keine Ahnung. Hier haben wir die gute Sphinx und dahinter eine Pyramide. Die Pyramide hatte ich auch schon mal im Multiplayer gezeigt, dass man da hochfahren kann. So, hier haben wir dann nochmal irgendwie sowas mit einer Lichtinstallation. Das ist der High Roller. Was haben wir da? Royal Casino. Ja, ja, hallo? Kannst du mal aufhören, mich hier anzuschieben? Du Saftnase. Hallo? Hörst du wohl auf? Ja, hallo? Hallo? Was soll denn der Quatsch jetzt? Na toll. Hat er mir einfach mein Auto kaputt gemacht. Ich glaube, ich spinne. Dabei war ich mit der Stadtrundfahrt doch noch gar nicht fertig. Noch immer den hier. Das kommt davon, wenn man nicht guckt, wo man hinfährt. So, ich glaube, hier ungefähr waren wir irgendwo stehen geblieben. Ich suche mal die nächste Möglichkeit zum Drehen. Genau, Royal Casino. Da haben wir... das Caligulas. Hä? Was zur Hölle? So, da haben wir das Pirates of the Caribbean. Also wirklich alles mit sehr viel Detailliebe, würde ich mal sagen, umgesetzt. Auch hier so leuchtende Eingangstüren. Glaube ich jedenfalls, dass es eine Eingangstür ist. Da hinten, das sieht ein bisschen aus wie Caesar's Palace. Was ist das hier Schönes? Das ist Circus Pocket. So. Ne, Clowns Pocket. Da kann man auch anscheinend irgendwas kaufen. Aber will ich ja jetzt gar nicht. So, da haben wir das Starfish Casino. Wie gesagt, das ist halt alles original Schauplätze nachempfunden. Auch mit dieser ganzen, mit dem ganzen Lichtermeer. Mit am schönsten finde ich eigentlich das hier. Auch wieder schön mit Lichtinstallation. Und ich drehe mal kurz, dass man es besser sehen kann. Das finde ich schon richtig geil. Also alleine für diesen Anblick lohnt es sich schon, dieses Spiel zu kaufen. Wie gesagt, das ist halt alles eigentlich dem Original nachempfunden.
diese komische Lichtfassade, die gibt es ja wirklich. Und ja, würde ich sagen, mit diesem Anblick verabschiede ich mich für heute und in diesem Sinne, bis denn. Hey, hey, tschüss. Hey.